Welcher Idiot war das? Sorry. Wir sind hier mitten in einer Tonaufnahme. Ich muss trotzdem dringend Frau Seewald sprechen. Julia Seewald. Lass das stehen. Vielleicht können wir anschneiden. Ist unter Ihnen eine Frau Seewald? Ja, wieso? Da will Sie jemand sprechen, aber bitte machen Sie es so kurz wie möglich, ja? Hallo. Und den Mittelteil müssen Sie noch mal üben. Mit digital kann ich zwar einiges schummeln, später im Studio, aber besser mal das gleich richtig, ja? Ich habe immer gesagt, dass wir einen ordentlichen Organisten nehmen sollten. Robert! Tut mir leid, du musst sofort wieder nach München kommen. Dein Vater hat einen Herzinfarkt. Sie haben ihn gestern mit dem Notarzt abgeholt. Ja, ich hab's auch erst heute Morgen in der Bank erfahren. Er wird heute operiert. Er kriegt einen Bypass. Entschuldigung. Ich muss nach München. Mein Vater ist schwer krank. Was? Los, wir fahren. Ja. Weißt du, wie es ihm geht? Hast du mit ihm gesprochen? Nee, lass mich ja nicht ran. Ich gehöre nicht zur Familie. Soll ich mitkommen? Nein. Ich rufe an, wenn ich was Näheres weiß. Nehmen Sie bitte in seinem Büro so lange Platz. Ich mache Ihnen einen Kaffee. Danke, sehr freundlich. Frau Laumann, machen Sie mir sofort einen Termin beim Tierarzt. Mausi hat etwas mit dem Kater von Dr. Waldhoff, glaube ich. Moment, Sie haben Besuch. Die Frau Bauer mit ihrem Sohn Patrick. Was will sie? Ja, Patrick ist doch Ihr Patenkind, oder? Ja, warum? Naja, soviel ich verstanden habe, hat er heimlich telefoniert, nächtelang. Und jetzt hat die Frau Bauer eine Telefonrechnung von über 10.000 Euro, die sie natürlich nicht bezahlen kann. Ja, glaubt sie vielleicht, ich bezahle das? Ja, wo komme ich denn da hin? Ich habe in der Gemeinde mindestens ein Dutzend Patenkinder, aber das sind doch Public Relations. Ja, ich fürchte, das sieht die Frau Bauer anders. Noch dazu, wo sie mit ihrem verstorbenen Mann gut befreundet waren. Also. Gut befreundet ist übertrieben, der war Zeugwart, hat hier und da die Bar gemacht. Also passen Sie mal auf. Ich gehe mit Mausi zum Tierarzt und Sie schicken die Frau Bauer nach Hause mit aller gebotenen Freundlichkeit. Versteht sich. Also dafür gebe ich mich nicht her. Wo soll denn die arme Frau sonst hingehen? Ja, zu Nonnen. Die schwimmen im Geld. Gell, Maus? Da müssen wir was unternehmen. Es geht doch nicht, dass wir die ganze Zeit ausliefern und dann monatelang auf unser Geld warten. Das macht doch heutzutage jeder so. Dann kriegen Sie eben alles nur noch gegen Barzahlung. Ich habe mit der Oberschwester aus der Innern telefoniert. Herr Seewald hatte einen Infarkt. Sie legen ihm gerade einen Bypass. Die arme Julia. Ach, so ein Bypass. Das ist heutzutage reine Routine. Ich befürchte ganz andere Konsequenz. Das ist Frau Bauer. Frau Laban hat sie zu uns geschickt. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, wo drückt der Schuh? Ach Gott, ist mir das peinlich. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Der Wöller hat uns weggeschickt, obwohl der Patrick sein Patenkind ist. Und die Telefongesellschaft sagt, ich muss zahlen, egal wer telefoniert hat. Ah, Telefon. Ja, eine Rechnung über 10.000 Euro. Heiliger Strohsack. Das habe ich auch gesagt. Und zuerst habe ich noch geglaubt, es wäre ein Versehen, weil sonst haben wir nie mehr als 20, 30 Euro im Monat höchstens. Aber dann ist es rausgekommen. Patrick war es. Ne? Sag was, komm. Woher soll ich denn wissen, dass das so teuer ist? Mit wem hast du denn telefoniert? Mit Franziska. Ah ja. Ja, der Patrick ist halt in der Pubertät. Und da hat er die ganze Nacht heimlich angerufen. Es gibt doch diese 0190er-Nummern. 10.000 Euro für 0190er? Was ist das? Ja. Und Ratenzahlung?
Ich bin eine alleinerziehende Mutter und das Geld reicht jetzt schon kaum vorne und hinten. Ich bin froh, wenn ich mit den anderen Raten nachkomme. Was ist 00190? Also bei der Nummer fällt mir spontan eigentlich auch nichts ein. Außer der Böller. Ach, den können Sie doch vergessen, da sind wir ja gewesen. Und der Patrick ist sein Patenkind, aber er hat uns von seiner Sekretärin wegschicken lassen. Obwohl er im Büro war, wir haben ihn gehört, nicht wahr? Wir haben ihn gehört, aber er hat nicht mal mit mir gesprochen. Also ich würde sagen, Sie gehen jetzt nach Hause und wir melden uns, wenn uns etwas eingefallen ist. Auf Wiedersehen, Frau Bauer. Agnes, sei so lieb, schreib die Nummer von Frau Bauer auf. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ja, 090. Was? Kaltental. Kaltental. 73, 86, 22. Wo die Not am größten ist, da ist Gott am nächsten. Danke, Schwester. Danke. Danke, Schwester. Dankeschön. Warum hast du sie weggeschickt, Lotte? Wir haben doch jetzt Geld. Aber das Geld gehört uns doch nicht. Das gehört im Orden. Wir können doch nicht alle Telefonrechnungen davon bezahlen. Herr Böller ist vielleicht ein Stinkstiefel. 10.000 Euro sind auch eine ganze Menge Geld. Also was ist das jetzt, 00190? Nein. Ah, Moment, Frau Dornfelder, da kommt er. Frau Dornfelderin der Wohltätigkeitsveranstaltung für die Bedürftigen der Gemeinde am Samstagabend. Sagen Sie, ich sei verhindert, ich kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Sie haben doch versprochen, eine Rede zu halten. Das war vor der Wahl. Und diese lahmen Veranstaltungen, die die da jährlich abziehen, ja, wo es nicht mal was Anständiges zu trinken gibt, die stehen mir bis weiß Gott vor. Tut mir leid, Frau Dornfelder, aber der Herr Bürgermeister kann den Termin beim besten Willen nicht möglich machen. Ja, ja. Ich kann nur wiederholen, was er gesagt hat. Aber er wird natürlich gerne eine Spende überweisen lassen. Ja, das können Sie gerne versuchen. Frau Labern. Ja? Wie lange schmort das schon in meinem Eingangskorb? Schauen Sie doch auf den Eingangsstempel. 28. Das ist ja eine Woche her. Was sagt man denn dazu? Ich habe Ihnen doch 100-mal gesagt, Sie sollen mich sofort benachrichtigen, sobald dieses Gutachten kommt. Wenn das Einschreiben kommt, aber das ist kein Einschreiben. Das sind doch hanebüchene Haarspaltereien. Das kennst du schon, Sabotage. Glauben Sie, ich merke nicht, wie Sie hinter meinem Rücken mit den Nonnen sympathisieren? Ich versuche nur zu verhindern, dass Sie sich unmöglich machen. Aber bitte, wenn Sie lieber ins offene Messer laufen wollen, wenn Ihnen das lieber ist. Jawohl! Frau Laban, rufen Sie Herrn Huber an und stellen Sie den Shampoos kalt. Haben Sie gehört? Ja. Wir haben gewonnen, Frau Laban. 60% der Bausubstanz sind sanierungsbedürftig. Und es besteht Einsturzgefahr. Die Nonnen müssen raus. Und Sie sind auch noch stolz darauf. Ja, das bin ich. Und ich verlange keinen Applaus von Ihnen. Große Ziele werden unbeachtet und in stiller, großer, harter Arbeit erreicht. Oder, wie Zarathustra es treffend formuliert hat, wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein. Es tut mir leid, es dauert noch mindestens 2 Stunden, bis ich Ihnen was sagen kann. 2 Stunden? Ja. Sie können ja so lange dort im Aufenthaltsraum Platz nehmen. Ich komme dann zu Ihnen. Ja. Dankeschön. Danke. Zwei Stunden. So lange kann ich nicht warten. Ich muss in die Bank. Geh ruhig. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht der richtige Moment, aber hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Für den Fall, dass dein Vater... Robert, bitte. Ich meine, nicht stirbt. Ich meine, falls er nicht mal so mit Volldampf weitermachen kann. Oder will. Wie bisher. Habe ich nicht. Und ich will mir jetzt auch keine Gedanken drüber machen. Du musst nicht glauben, dass mir das nicht mindestens so nahe geht wie dir. Er war wie ein Vater zu mir in all den Jahren. Und wenn du nicht... Du rufst mich an, wenn es überstanden ist. Okay? Ich
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Frau Dornfelder? Was ist denn los? Ach, der Böller. Ich organisiere doch jedes Jahr unsere Wohltätigkeitsveranstaltung für die Bedürftigen in der Gemeinde. Und jedes Jahr machen weniger Leute mit. Sogar unser Herr Bürgermeister ist sich zu schade, dafür zu erscheinen und eine kleine Rede zu halten. Und was das Schlimmste ist, die Feuerwehrkapelle hat auch abgesagt. Die haben eine Katastropheneinsatzübung. Und der Herr Studienrat Lebsamt, der sonst immer die Puppenspiele für die Kinder macht, der fällt auch aus, weil seine Tochter ausgerechnet am Samstag heiratet. Wie viel kommen wir bei so einer Veranstaltung zusammen? Naja, so zwischen 10 und 12. 1000? Ja. Donnerwetter. Ich meine, der Wirt vom Ochsen kocht umsonst und stellt seinen Saal zur Verfügung. Mhm. Das bringt schon mal 100 Euro für jeden Wohltäter. Und dann verkaufen wir lose für die Tombola. Der erste Preis ist diesmal nur ein Urlaub auf Lanzarote für zwei Personen vom Reisebüro Globus, weil der Herr Wöller ja kein Auto hergeben will dieses Jahr. Ob da so viel zusammenkommt, das ist natürlich fraglich. Und wer tritt da alles so auf? Ja, also die Schüler von der Realschule, die führen lustige Sketche auf. Mhm. Und dann haben wir auch einen Zauberer. Der Filialleiter vom Verbrauchermarkt macht es schon seit 2 Jahren. Aber ohne Musikkapelle ist das alles nichts. Hinterher haben wir nämlich immer Tische und Stühle beiseite geräumt und getanzt. Am liebsten will ich alles hinschmeißen. Wiedersehen. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Für Musik könnte ich vielleicht sorgen. Ehrlich? Ja. Der Manni und seine Band, die treten bestimmt auf. Und meine Mitschwestern und ich, wir könnten singen. Sie? Es wäre doch mal was Neues, die singenden Nonnen. Oder wir spielen Puppentheater. Nein, das wäre ja ganz toll. Vielleicht könnte ich auch Bischof Rossbauer dazu bewegen, als Ehrengast zu erscheinen. Seine Exzellenz. Ach, der ist gar nicht so heilig, nur keine Angst. Toll. Die Plakate muss ich sowieso neu drucken lassen, wegen der vielen Absagen. Danke. Eine Bedingung hätte ich allerdings. Ja? Alles über 10.000 Euro gehört mir. Ich meine dem Kloster. Für die Bedürftigen, die an der Pforte klingeln. Abgemacht. Ja? Grüß Gott, Frau Laban. Was für ein wunderschöner Tag heute. Sie müssen in einer anderen Welt leben. Bei uns regnet's. Aber Ihnen wird die gute Laune auch gleich vergehen. Warum? Er hat das Gutachten vom Denkmalamt gefunden. Und schlürft gerade Champagner, um seine heißen Freudentränen zu kühlen. Na, so schlimm wird's schon nicht werden. Wir haben den Landeskurator auf unserer Seite. Und er wird versuchen, die Mehrkosten für die Sanierung auf einen erträglichen Betrag herunterzuschrauben. Schon bald pennen die Nonnen unter der Brücke. Ja, notfalls mit Polizeigewalt. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da kommt sie schon. Also bis dann, adios. Dass meine müden Augen auf meine alten Tage noch so ein Anblick beschert wird. Schwester Lotte auf dem Gang nach Canossa. Ich nehme an, Sie beziehen sich auf das Gutachten Ihres Busenfreundes, Diplom-Ingenieur Pfister. Erraten. Und ich nehme an, setzen Sie sich doch, dass Ihre Schwester Oberin bereits eine Kopie in den Händen hält und sich die Haare rauft. Die Kopie hat sie schon seit letzter Woche. Was? Und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen. Gegenmaßnahmen? Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist der Chef Ihres Busenfreundes, Diplom-Ingenieur Pfister, Professor Dr. Dr. Hänfling, seines Zeichens Landeskurator, der die Liebfrauenkirche vor dem Einsturz bewahrt hat. Ja und? An wissenschaftlichen Fakten ändert auch ein Professor Dr. Dr. sowieso nichts. Schwamm ist Schwamm und Holzwurm bleibt Holzwurm. Apropos Wurm. Bei Ihnen ist der Wurm drin. Bei mir? Wolfgang Wöller. Ja. Ein Bürgermeister für alle Bürger, dass ich nicht lache. Nicht mal für Ihr Patenkind können Sie gerade stehen. Also Moment. Und für die Bedürftigen in Ihrer Gemeinde sind Sie sich auch zu schade. Aber Gottlob hat diese Stadt ja noch ein Kloster, zu dem die Menschen ihrer Not kommen können. Und kein Kongresszentrum für die Großkopferten aus München. Und die kommen dann zu Ihnen, bekommen ein warmes Süppchen, wenn es hochkommt, aber
ohne Butter und ohne Speck, wie ich das am eigenen Leib erleben durfte. Und zum Nachtisch gibt es dann ein paar fromme Sprüche aus Ihrem Repertoire. Ja, aber das ist immer noch besser als das, was Sie zu bieten haben. Nämlich gar nichts. So. Und wir helfen jetzt der Frau Dornfelder aus der Patsche und springen für Sie ein. Was? Und von dem Überschuss können wir vielleicht Ihrem Patenkind helfen, die Telefonrechnung zu begleichen. Einen schönen Tag noch. Wissen Sie, was Sie mich können? Nein. Am Abend können Sie mich besuchen, das können Sie mich. Da habe ich leider Messe. Frau Laban, kommen Sie bitte. Ja. Wir sehen uns alle spätestens am Samstagabend bei der Frau Dornfelder. Sie werden auch kommen? Wir treten auf. Ist sie weg? Schwester Lotte, ja. Hat sie Ihnen gerade was davon erzählt, dass sie bei dem Verein von der Dornfelder auftreten möchte? Ja. Und ich muss sagen, ich finde das sehr nobel. Na klar. Weil Sie finden ja alles toll, was diese Nonne treibt. Nur es kann nicht angehen, dass Sie mit Ihrem Verein da auftreten und ich nicht. Das macht einen schlechten Eindruck. Ja, da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Na, dann verbinden Sie mich gleich mal mit diesem Schrapnell Dornfelder. Wäre doch gelacht, wenn wir diesen Nebelkrähen nicht die Show stehlen könnten. Wir? Ich. Ich natürlich. Das Wir war Pluralis Majestatis, das von Päpsten und Königen bevorzugt benutzt wird. Also stehen Sie hier nicht so rum. Treiben Sie die Dornfelder auf. Wir, das heißt ich, haben da eine irre Idee. Da fallen die Leute auf den Arsch. So viel kann ich Ihnen verraten. Oje, oje. Hoffentlich habe ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. In der Kapelle singen zu deinem Lob und Preis, das ist etwas ganz anderes, als vor einem Publikum aufzutreten. Noch dazu vor der Crème de la Crème von Kaltental, die sich ein Essen für 100 Euro leisten kann. Getränke extra. Du verstehst, ich will mich mit meinen Schwestern nicht blamieren. Womöglich noch in der Anwesenheit von Bischof Rossbauer. Ja. Ja, ich weiß. Ich sollte jetzt nur an Julia und ihren armen Vater denken. Aber Gottlob, bist ja du allgegenwärtig. Und allmächtig. Aber nur kurz, bitte. Na, wie geht's? Überstanden? Unkraut vergeht nicht. Und du? Ich habe mich noch immer nicht an dieses Outfit gewöhnt. Dabei bist du eine so schöne Frau. Du redest zu viel. Das ist zu anstrengend. Ich werde aufhören, Julia. Als ich auf den Notarzt wartete, habe ich's geschworen. Wenn ich durchkomme, höre ich auf. Du weißt, was das bedeutet. Du musst an meine Stelle treten. Muss? Nicht, weil ich es sage, nein. Weil du nicht anders können wirst. Dafür habe ich dich ausbilden lassen. Dafür hast du gelebt. Und ich auch. Außerdem, ich kenne dich. Du gehörst nicht zu denen, die ihrer Verantwortung aus dem Weg gehen. Das ist gegen die Schmerzen. Siehst du. Das hast du davon. Ich gehe jetzt lieber wieder. Ruh dich aus. Aber nach Hause, ja? Nicht zurück in dieses Kloster. Jemand muss auf die Katze aufpassen. Ich sage Robert Bescheid. Na gut, ich komme noch mal vorbei heute Abend. Aber jetzt ruh dich aus, ja? Du bist alles, was ich habe, Julia. Sag sowas nicht. Es stimmt aber. Hallo, Manni. Hallo, ich habe mich verlassen. Das ist toll. Ich
habe ich ja lange nicht gesehen. Und bis ich dich gefunden habe hier. Was ist denn passiert? Ich bin von der Schule geflogen, aber es ist halb so wild. Es ist zwar nicht viel besser hier, aber wenigstens kriege ich Kohle dafür. Gibt's eure Band noch? Ja klar, wir gehen sogar auf Tournee in 2 Monaten. Als Vorband von den steilen Zähnen. Alles Mädels. Klingt ja vielversprechend. Apropos steile Zähne. Wir bräuchten dich. Ja klar, Schwester, für Sie anytime. Am Wochenende findet die alljährliche Wohltätigkeitsveranstaltung von der Frau Dornfelder statt. Aha. Aber die lässt doch sowieso immer nur diese Blechhelme von der Freiwilligen Feuerwehr aufspielen, oder? Ja, aber die treten diesmal nicht auf. Ich bin für die musikalische Unterhaltung zuständig. Cool. Wir treten diesmal auch auf. Wir haben sogar bald eine eigene CD. Echt? Ja, mit Marienliedern. Aus der Kapelle, mit mir am Harmonium. Aha. Naja, wissen Sie, ehrlich gesagt, Marienlieder, damit haben wir eigentlich nicht so viel am Hut. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemanden umhaut. So. Aha. Was haut einem denn vom Hocker? Keine Ahnung. Enya vielleicht. Enya? Mhm. Oder Abba. Abba wäre geil. Alle in den schwarzen Kutten und dann... Abba. Waterloo. Abba. Waterloo. Und auf den Plakaten meinen Namen, wenn möglich an erster Stelle, fette gedruckt und kein Wort über die Art der Darbietung. Für einen Wagen als Hauptpreis für die Tombola tue ich fast alles. Mittelklasse vor für Wagen. Selbstverständlich. Also bis Samstag. Bis Samstag. 19 Uhr. Eine Frage noch. Welchem Umstand verdanken wir Ihren Gesinnungswandel? Sagen wir, meinem schlechten Gewissen. Ich bin angetreten als Bürgermeister für alle Bürger. Und die Armen und Bedürftigen unter uns stehen mir besonders nahe. Das Gute siegt eben doch am Ende. So ist es, Frau Dornfelder. Und so soll es auch bleiben. So, Frau Dornfelder. Sie sich nicht schämen, so ein Zeug zu schwafeln. Bürgermeister für alle. Auch für die Armen. Man kann es nicht allen recht machen. Das weiß ich selber aus schmerzlicher Erfahrung. Aber man kann allen das Rechte sagen. Das kostet nichts und erfüllt denselben Zweck. Mein Gott, Mausi. Was fehlt dir eigentlich? Nichts, ich habe sie doch, wie sagt man, neutralisieren lassen. So, ich mache für heute Schluss. Ich werde Mausi abholen. Und dann muss ich mich auf Samstag vorbereiten. Darf ich Sie fragen, was Sie da vorführen wollen? Ihre letzte Steuererklärung oder Ihre Blinddarmnarbe? Spotten Sie ruhig, Frau Lahmann. Das perlt an mir ab wie Tränen auf einem Schmalzbrot. Jetzt sagen Sie schon. Geheime Chefsache, Frau Lahmann. Nicht einmal die Frau Dornfelder weiß es. Nur so viel verrate ich Ihnen. Wenn Sie das gesehen haben, glauben Sie wieder an die Auferstehung der Toten. Kloster Kaltental, Schwester Lotte, ein Apparat? Ja, Schwester Lotte, ich bin's. Jetzt halten Sie sich fest. Herr Wöller lässt sich nun doch herab, an der Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen. Das habe ich mir fast gedacht. Er will Ihnen die Schau stehlen, sagt er. Aber was er macht, das verrät er nicht. Nicht mal der Frau Dornfelder hat er es gesagt. Soll das heißen, er hält keine Rede, sondern er macht was anderes? Sieht so aus. Er hat nur angedeutet, wenn ich das sehe, dann würde ich an die Auferstehung der Toten glauben. Donnerwetter, da hat er sich ja allerhand vorgenommen. Und was machen Sie, singen? Und wie? Auf Wiedersehen. Schwester Hildegard, ich bin's nochmal, Schwester Lotte. Könnte ich ihn jetzt bitte sprechen? Ja, nur kann ich Sie jetzt schlecht verbinden. Sie schauen zusammen ein Spiel an. Bitte, wenn er mir jetzt durch die Lappen geht, dann kriege ich ihn nie mehr. Typisch Schwester Lotte. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Na gut, aber wundern Sie sich nicht, wenn sie wieder rauswirft. Das Spiel ist in der Verlängerung. Bitte, grüßen Sie Schwester Lotte von mir. Schönen Gruß von Herrn Stolpe. Er hat Termin bei der Mutter Oberin. Sie können es sich denken. Bleiben Sie bitte dran, ich verbinde. Schwester, ich bin im Moment nur für seine Exzellenz telefonisch zu erreichen und er sitzt neben mir, also bitte. Ach so, das ist natürlich was anderes. Für Sie, Exzellenz. Kein Mensch weiß, dass ich hier bin. Hallo? Schwester Lotte? Aha,
So, so. Ich weiß, ziemlich unverschämt, aber es geht um eine gute Sache. Na, dann schießen Sie mal los. Aha. Für die Bedürftigen. Verstehe. Verstehe. Ja. Ich? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wann soll das denn sein? Also schön, ich werde sehen, was ich machen kann. Wie viel soll das kosten? 100 Euro pro Kopf? Na, ich hoffe, das Programm ist dann auch dementsprechend. Ja, gut, ja. In Ewigkeit arm. Was wollte sie? Haben Sie am Samstagabend schon was vor? Samstag ja, aber das könnte ich notfalls absagen. Warum? Dann sagen Sie es ab. Schlusspfiff, es ist kaum zu glauben. Und Sie haben natürlich wieder mal richtig getippt. So, 10 Euro. Danke, das kommt auf das Spendenkonto Kaltental. Also dann bis Samstagabend. Sie holen mich ab, ja? 18 Uhr. Darf ich fragen, wohin? Lassen Sie sich überraschen. In Zivil. Darfst du das? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich tue es nur Vater zuliebe. Steht jedenfalls 100-mal besser. Hast du mit ihm reden können? Als ich bei ihm war, hat er leider geschlafen. Ich hätte dringend eine Entscheidung gebraucht. 10 Millionen soll er bei Königswinter AG nachschießen. Vater ist im Moment nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, Robert. Was? Ich würde sagen, du lässt in der Bank den Normalbetrieb weiterlaufen. Alles andere muss warten, bis Vater wieder auf dem Damm ist. Komm zurück, Julia. Bitte. Kann der Herr Stolpe jetzt kommen? Ach so. Ja, aber Sie auch. Ich? Ihnen verdanken wir doch dieses Blumenmeer, in dem wir demnächst ertrinken werden. Und Bischof Rossbauer ist allergisch gegen Lilien. Die Mutter Oberin lässt bitten. Grüß Gott, Herr Stolpe. Grüß Gott. Setzen Sie sich. Und Sie auch. Tja, Herr Stolpe, was machen wir nun mit Ihnen? Ich hab doch nichts Schlimmes gemacht, oder? Ich meine, wenn ich mit Schwester Hildegard nicht sprechen darf. Eine Blume sagt mehr als 1000 Worte, heißt es. Was verstehen Sie denn unter sprechen? Naja, reden. Eine Tasse Kaffee miteinander trinken. Ab und zu. Im englischen Garten spazieren gehen. Seit ich Ihren Roman gelesen habe, fühle ich mich Ihnen irgendwie verwandt. Seelisch. Das spüren Sie doch auch, oder? Naja, gegen eine platonische Beziehung wäre nichts einzuwenden. Auch die heilige Hildegard von Bingen stand in regem Briefwechsel mit den großen Denkern ihrer Zeit, und das waren nicht nur Frauen. Ich bin kein großer Denker, leider. Nur Generalvertreter für Friseurbedarf Nordbayern. Und Berater der Kloster Kaltental GmbH. Er hat den Auftrag von der Supermarktkette ergattert. 3000 Flaschen Klostergeist. Eine Bedingung habe ich allerdings. Das heißt zwei. Erstens, lassen Sie keine Blumen mehr sprechen. Zweitens, söhnen Sie sich mit Ihrer Gattin aus. Keine Blumen mehr? Nein. Na gut. Aber meine Frau, die will gar nichts mehr von mir wissen. Ich kann mir auch denken, warum, Herr Stolpe? Ein Mann, der eine andere zentnerweise mit Blumen überschüttet, wäre auch nicht nach meinem Geschmack. Also stellen Sie das ein. Erklären Sie Ihrer Frau den Sachverhalt. Und wenn Ihre Frau Schwester Hildegard auch kennenlernen möchte, dann von mir aus. Ansonsten suchen Sie sich eine andere Seelenverwandtschaft. Einverstanden?
Einverstanden. Julia! Hallo, Robert. Hallo. Toll siehst du aus. Jetzt geht es mir schon viel besser. Das ist die größte Freude, die du mir je gemacht hast. Nein, das stimmt nicht. Die größte war, als du auf die Welt kamst. Deshalb brauchen wir dringend die 10.000 Euro. Und da ich das Geld nicht aus unserer Kasse nehmen möchte, machen wir bei der Wohltätigkeitsveranstaltung mit. Sie singen? Darf ich fragen, was? Oh, das wissen wir noch nicht so genau. Darüber wird erst noch diskutiert. Aber Sie kommen doch, oder? Da Sie das so raffiniert über Bischof Rossbauer eingefädelt haben, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. I'm nothing special. Was ist denn das? Oh, also dann bis nächsten Samstag. Gelobt sei Jesus Christus. Ich habe auch ein Video von der Band. Da kann im Prinzip gar nichts mehr schiefgehen. Lotte, das meinst du doch nicht im Ernst. Das ist doch toll. Das macht ihr doch mit Linz. Ja, und du? Du machst nicht mit. Nein, wir beide machen nicht mit. Aber nur dastehen und singen, das reicht doch nicht. Ich könnte euch die Schritte dazu beibringen. Was? Pass auf. So I say thank you for the music. Nein, ohne mich. Felicitas. Wir können nicht nur steif in der Gegend rumstehen. Da muss Bewegung in die Sache. Die haben gut reden. Ich war bei sowas auch noch nie dabei. So, haben sich die Ladies dann geeinigt? Nein. Wenn man so viel Geld haben will, dann muss man auch ordentlich was dafür mieten. Weil ohne Sie hätte ich nie so ein tolles Kostüm bekommen. Ja, Herr Wöller, eben. Viel eben. Ja, ich werde bis Samstag nichts anderes tun. Im Rad- und Autohaus bin ich offiziell in Urlaub. Und bitte nichts sagen meinem Mann. Wieso? Also selbstverständlich. Ich werde das Teil auch reinigen lassen. Nein, 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 nein. Ich selber sauber machen. Viel Glück. Vielen Dank, Frau Vukovic. Vukovic. Ja. Ciao. Ciao. Darf ich dich ab und zu anrufen? Natürlich, aber ich werde Vater bestimmt jeden Tag besuchen. Und du überlegst es dir, ja? Ja. Fahr vorsichtig. Bis morgen. Mother says I was a dancer before I came.
Grüß Gott. Grüß Gott. Oh, Exzellenz, dass Sie doch noch kommen. Ich hoffe nicht allzu spät. Nein, Sie haben noch nichts verpasst. Kommen Sie bitte. Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich freue mich, nun auch noch seine Exzellenz Bischof Roßbauer und die Mutter Oberin Frau Dr. Reuter aus München begrüßen zu dürfen. Tja, was soll da noch schiefgehen? Ich kann jetzt schon sagen, dass wir den Rekord vom letzten Jahr bereits gebrochen haben und das nur vor der Tombola. Halt, Moment, Schwester. Das kostet 100 Euro. Ich gehöre zu Bischof Roßbauer. Jetzt weiter im Programm. Ich habe die Ehre, Ihnen unseren Bürgermeister Wöller zu präsentieren. Und zwar mit einer Darbietung, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Hold it, fellas. You just incarnate. Yeah, that's better. Over there. Here she comes. Here comes that girl again. One of the cutest since I don't know when. She don't notice me when I pass. She's going with the guys from out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. She's so fine looking, man. She's something else. Look at there. Across the street. There's a car built just for me. To own the car would be a luxury. But right now I can afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. The car's fine looking, man. Well, it's something else. Now look at there. What's all this? I never thought I'd do this before. Here I am, I'm knocking on your door. The car's out front, and it's all mine. It's a 41, John, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself. She's sure fine looking, man. Hush, she's something else. Let's go, baby. Wenn Sie da mithalten wollen, dann müssen Sie sich aber sehr anstrengen. Das will ich aber meinen. Danke, Herr Wöller. Und jetzt. So, und jetzt kommen unsere hochverehrten Schwestern vom Kloster Kaltental, an das ein toi, toi, toi. Teil des Spenden des heutigen Abends gehen wird. Und sie werden sich bei Ihnen dafür mit einer extra für Sie einstudierten Nummer bedanken. Schnallen Sie sich an, meine Damen und Herren. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing.
I've been so lucky. I am the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who could live without it? I ask in all honesty, what would life be? Du kannst gleich wieder auflegen. Nein, ich kann mir dieses Gejammer nicht mehr anhören. Warum, warum? Ja, diese Nonnen mit ihren saublöden Wunderkerzen. Was? Die Baupolizei? Hermann, ich liebe dich! Ja, wir sehen uns in einer Stunde im Kloster. Ja, das muss sein. Es wird Zeit, dass diese Singdrosseln endlich vom Himmel auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ja, und bring eine Flasche Shampoos mit. Das muss gefeiert werden. Okay, bis dann. Okay, that's better. Wow! Die anderen sind alle noch bei dieser Veranstaltung und ich bin allein. Was soll ich bloß machen? Mein Vater will, dass ich die Bank übernehme und unser aller Vater, dass ich hier im Kloster meine Aufgabe erfülle. Bleib mal dran, ja, da klopft einer an der Tür. Sie? Was machen Sie denn da? Baupolizeiliche Verordnung. Sie müssen ausziehen, Schwester. Mit Sack und Pack. Das können Sie doch nicht einfach so. Und ob wir das können? Alles nach Gesetz und Vorschrift. Was ist denn mit deinen Haaren? Elvis? Falls die CD etwas werden sollte, bekommen Sie natürlich das erste Exemplar. Ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe nur, dass auch etwas besinnlichere Weisen zu hören sein werden. Selbstverständlich. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Abend. Katastrophe. Julia hat angerufen. Huber und Wöller sind im Kloster und wollen es dicht machen. Baupolizeilich, Lotte. Oh Gott. Nichts wie hin. Wöller. Franz? Ja, gut. Schauen Sie! Einsturzgefahr! Thank you for the music, the songs you're singing. Thanks for all the joy you're bringing. Ja, der Spaß ist zu Ende. Sie müssen ausziehen. Aber Sie haben noch eine Woche Zeit. Thank you for the Kloster for giving it to me. Heute hat er gewonnen. Doch morgen ist ein neuer Tag.